Another day is dawning, a new song on the air. Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen duftigen Video von mir für euch. Und zwar soll es heute bzw. jetzt um meinen kleinen New In / Haul mit US Handmade Wachsen gehen. Ich hatte ja schon in den letzten zwei Videos angekündigt, dass dieses Video auch folgen wird, weil ich vier verschiedene Shopping-Züge getätigt habe. Vier verschiedene Einkäufe in amerikanischen Duftwachs-Shops getätigt habe und diese alle vier zusammen zu mir habe weiterschicken lassen. So, jetzt haben wir's. Und eine davon war ja die Well Living Kollektion, All is Well Kollektion. Ich habe gerade noch ein Sensi-Video gedreht. Ich glaube, All is Well ist Sensi und Living Well Living Kollektion von Yankee. Irgendwas mit Well und Living. Und die neuen Frühjahrs- und Sommerdüfte von Kringle und Country Candle. Die beiden Videos sind ja bereits online gegangen. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, könnt ihr die gerne euch anschauen. Ich werde die da oder irgendwo verlinken. Dann könnt ihr vielleicht mit denen starten, weil da ziehe ich dann auch noch mal ein bisschen was Allgemeines zu meinem Paket aus den USA. Jetzt wird es die Handmade-Wachse von L3 Waxy Wonders geben. Da habe ich ja jetzt schon das dritte Mal bestellt. Einmal hatte ich mir so ein 50 Teile Taster Sampler Pack bestellt, um die Düfte mal anzutesten. Und die waren mega, richtig, richtig tolle Blends, tolle Mischung. Und dann hatte ich noch mal bestellt. Und jetzt ist es eine etwas größere Bestellung noch mal geworden. Das war wieder so ein Ready-to-Ship Angebot. Die Amis, die arbeiten ja sehr, sehr viel mit Pre-Orders und Custom-Orders, aber das war so ein bisschen schwierig für mich umzusetzen, wenn ich bestelle, weil wenn ich in den USA bestelle, bestelle ich natürlich bei 3, 4 Firmen relativ zeitgleich, sodass die dann auch relativ zeitgleich in mein Postfach ankommen und ich die dann auch gemeinschaftlich hierher schicken lassen kann. Und wenn ich da mit so einer Pre-Order arbeite oder diesen Custom-Orders, die haben ja dann teilweise so eine Turnaround-Zeit von, 4 bis 6 Wochen oder so. Und da lässt sich das dann auch alles so ein bisschen schlecht timen. Und ist immer ein bisschen blöd, wenn eine Bestellung irgendwie schon nach 1, 2 Wochen da ankommt und die nächste dann erst nach 6 Wochen. Und die Lagerungszeit in der Mailbox ist, glaube ich, auf, ich weiß jetzt gar nicht, 10 Tage begrenzt und alles, was drüber hinausgeht, musst du dann irgendwie extra bezahlen, was ich nicht unbedingt zwingen möchte. Klar, man könnte einmal einen Pre-Order machen und wenn die dann ankommt, noch andere Sachen dazu bestellen, aber egal. War ready to ship. Demzufolge habe ich ein paar Sachen nicht bekommen, die ich haben wollte, weil es natürlich bei den Amis, genau wie in Deutschland, wenn da ein Restock ansteht mit Ready-to-Ship-Items, dann sind natürlich auch die Favorite-Items relativ schnell auch immer weg und ausverkauft. Kennt man ja schon von Handmade-Shops aus Deutschland, dass man da nicht immer alles bekommt, was man haben möchte, weil es halt dann schnell weg ist. Und wenn man sich dann einfach Amerika nochmal vorstellt mit sehr, sehr viel mehr Duftnasen, die scharf auf die Wachse sind, dann ahnen Sie wohl schon, was da abgeht. Aber ich habe sehr, sehr viele Sachen bekommen, die ich haben wollte. Es sind auch einige Düfte dabei, die ich schon durch diesen Taster-Bag probieren konnte. Ein und andere Düfte einfach, wo ich wusste, dass die mir einfach von den Scent-Notes her bestimmt gefallen werden. Und ich denke, without further ado, beginnen wir einfach mit den Sachen, die ich bestellt habe. Als erstes mal war so ein kleines, niedliches Goodie-Bag dabei. Gucken wir mal kurz, was da für Düfte drin sind. Da sind drei verschiedene kleine Duftproben mit drin. Und zwar einmal Don't Cross Streams. Das ist so ein richtig schöner In-House-Blend von Waxy Wonders.
Ja, ist eine richtig schöne, zuckrig-süße, Bakery-Mischung. Riecht so für mich wirklich so teigig, als wenn du echt richtig frischen Plätzchenteig zu Weihnachten vorbereitest, knetest. Ach, genau so riecht das. Don't cross Streams. Kleines Testerli. Dann Leather. Oh. Leather ist auch immer so eine Sache. So Hit or Miss. Die ist schon. Oh, die riecht wirklich, als wenn du in so einen Schuhladen kommst, ja, wo die ganzen Lederschuhe stehen. Oder Handtaschen oder whatever. Richtig, richtig intensives Leder. Aber gut. Also bloß das ist, glaube ich, den würde ich zum Mischen irgendwo benutzen, weil der ist alleine schon eine Hausnummer. Schon eine Marke. Und dann haben wir noch Coconut Cream Pie. Ja, Kokosnuss, aber hat für mich jetzt nicht so eine Pie-Note, also nicht eine Foodie-Bakery-Note, sondern eher so ein bisschen was Body-Care-Cremiges, ehrlich gesagt. Riecht eher wie so eine Kokosnuss-Body-Lotion oder so, ja. Also Coconut Cream würde für mich passen, aber Pie nicht wirklich, aber egal. Genau. So, dann fangen wir an mit den Sachen, die ich gekauft habe. Und ein Scoop-Bo-Wachs habe ich dabei. Diesen hier wollte ich gerne mal ausprobieren, nachdem ich in dem Taster-Bag auch, da waren drei, vier Scoopables drin. Und die waren eigentlich richtig, richtig gut. Die waren mega intensiv. Und war von Reinigung her auch okay vom Warmer danach. Und von daher dachte ich mir, hey, komm, probierst du den mal aus. Und da es mit der einzige war, ich glaube noch ein anderer, der in den Cent Notes Vanilla Birch mit drin hatte, was ich so unglaublich liebe. Dachte ich mir, komm, nimmst du den Scoopable mal mit. Da war dann auch noch ein kleiner Löffel mit dabei, um den rauszuscoopen, rauszulöffeln ins Duftschälchen. Ah, und der ist einfach super, super, super schön. Richtig cremig und du hast wirklich diese tolle Vanilla Birch Note. Wirklich fast 1 zu 1 von dem Bath & Body Works Kaschmir. Ah, richtig schön cremig. Genau, Zeder und Sandelholz. Geht ja alles in diese eine Schiene. Und bei den Scoopables ist mir aufgefallen, da musst du wirklich, also die kommen erst richtig, richtig raus, wenn die warm sind. Aber schon so mega. Also der ist richtig toll. Da bin ich auch ganz froh, dass ich die mitgenommen habe. Und freue mich darauf, den dann in die Lampe zu hauen. Genau, ein Scoopable war's. Dann habe ich, fangen wir mit dem hier an, drei von diesen Tafeln genommen. Die heißen dort, ich meine ganz kurz, weil letztens auch einige gefragt hatten, wo die preislich liegen. Kann hier mal ganz kurz, also der Scoopable Becher war bei. Heieiei. Das ist doch eine Menge hier. Ah ja, hier ist Scoopable Wax Vanilla Birch. Der lag bei 6,30 Dollar. Diese Tafeln hier nennen sich bei ihr Matrix Melts. Die liegen jeweils bei 4 Euro. Nee, 4,70 Dollar, nicht 4,70 Euro. 4,70 Dollar. So, fangen wir an. Die erste ist I'll Get You My Pretty. Und die Scent Notes sind Pistachio Macaron with Pistachio Coconut Marshmallow Fluff. Also sehr pistazienlastig. Ich liebe Pistaziendüfte, von daher dachte ich mir, da kann so viel nicht schief gehen. Und Marshmallow-Düfte mag ich auch sehr, sehr, sehr gern. Ja, eine richtig schöne Bakery-Note. Pistazie. Nicht so intensiv von der Pistazie her, eher so wirklich so bäckereimäßig, also kuchenmäßig. Und dann so eine schöne cremige Marshmallow-Note.
Gefällt mir ganz gut. Könnte meiner Meinung nach ein bisschen mehr Pistazien noch vertragen, obwohl ja eigentlich Pistazien-Macaron und Pistazien-Coconut-Marshmallow als Scentnotes dabei sind. Aber wie gesagt, es kann auch sein, dass der warm noch ein bisschen intensiver kommt. Das ist mir bei vielen von ihr aufgefallen, ehrlich gesagt. Und naja, bin ich gespannt auf die Tafel. Mal gucken. Dann haben wir I Put a Spell on You Golden Grahams. Graham Cracker, Cinnamon Sugar, French Baguette with our Top Secret Bakery Bomb Blend. Whoop. Und dann gucken wir mal. Der ist heftig. Also erstmal kommt da ganz viel, ja, ich sag mal Kuchenteig oder Keksteig. Keksteig. So ein bisschen so leichtes Röstaroma. Cinnamon nehme ich Gott sei Dank nicht wahr. Vielleicht so ein ganz leichtes spicy Aroma, aber nicht upfront, dass da irgendwie viel Zimt drin ist. French Baguette, ich denke mal, das geht so ein bisschen, da kommt so diese gebäckige Richtung. Also ein richtig schöner, intensiver Foodie-Duft. So. Schöne große Tafel. Dann die nächste. Ist einmal gebrochen, aber sei es drum, breche ich ja ohnehin. Clementine and Don't Cross Streams. Don't Cross Streams hatte ich ja gerade schon hier als kleines Testballi. Das ist ja dieser leckere Gebäck oder dieser Bakery Blend, diese Gebäckmischung, so rum. Ja, und Clementine. Also wir haben hier Vanilla Cookies, Vanilla Wafer, Vanilla Ice Cream und Clementine. Passend zur Farbe. Wie so ein leckerer, frischer Mandarinenkuchen. Oh, ja, meine Mutter macht den besten Mandarinenkuchen. Mandarinenschmandkuchen macht die immer. Oh, der ist so lecker im Sommer. Richtig schöner und so ein fluffiger. Ja, ganz, ganz fluffiger Boden und dann so eine Schmandschicht. Dann Mandarinen drauf und oben noch so eine Gelee-Schicht drüber, Tortenguss. Und genauso riecht der. Also eine richtig, richtig leckere, süße Mandarine. Oder Clementine. Für mich ist Clementine Mandarine. Oh, der ist lecker. Der ist schön. Der gefällt mir. Der passt jetzt auch für mich gut in Frühling, Sommer. Weil manche Gebäckdüfte können ja leicht ein bisschen heavy, ein bisschen schwer werden. Aber der ist, glaube ich, jetzt auch noch sehr, sehr, sehr gut. So, dann habe ich zwei Loaves mir mitgenommen, aber nicht die großen. Nee, nicht so weit bin ich. So weit bin ich noch nicht gegangen. Noch nicht. Zwei von den kleinen Loaves, die nennen sich bei ihr Bitty Betty Loaves, was ich echt niedlich finde, so eine Mini-Loaves. Und da habe ich wirklich zwei Düfte genommen, die ich als Tester schon hatte und wo ich weiß, die liebe ich. Da kann nichts schief gehen, weil ist ja doch eine etwas größere Menge, obwohl so viel ist es jetzt in dem Bitty Betty Loaf auch nicht. Da lag die lagen preislich bei Bitty Betty Loaves, da sind sie, bei $6.60. Also roundabout 5,20 €. Pi mal Daumen. Und da habe ich einmal mitgenommen Pumpkin Pecan Waffles und Sugar Cookie Dough. Für die Galore. Oh, ja. Brauche ich, glaube ich, nichts weiter zu sagen. Also Pumpkin Pecan Waffles ist wie so ein... Oh, ich liebe diesen Duft. Zu jeder Jahreszeit. Ich weiß, eigentlich passt er irgendwie in den Herbst und eventuell noch in den Winter, aber Pumpkin Pecan Waffles gehen für mich irgendwie immer. Die sind so einer meiner liebsten Bakery-Foodie-Düfte. Ja, und dann noch Sugar Cookie Dough. Also hast du noch so ein bisschen diesen Keksteig mit dabei. Mal ein bisschen abschütten hier, weil er leicht bröselt. Ja, richtig, richtig schön. Lecker, intensiv. Zuckrig. Mega, richtig lecker. Putzig, oder? Eine kleine Schale. So schön. Genau.
Das war der erste Bitty Betty Loaf. Und dann habe ich noch einen in Peanut Butter, Strawberry Jam und Fresh Baked Bread. Und so Brotdüfte mag ich generell auch immer sehr. Strawberry Jam. Gerade ihr Böhe Strawberry Jam ist mega, mega lecker. Und Peanut Butter mag ich auch. Also von daher schauen wir mal. Also erst ganz, ganz weit vorne ist das Strawberry Jam. Das ist ein richtig, oh, habe ich beim letzten Mal schon gesagt, so ein richtig wie ganz frisch pürierte Erdbeeren. Genauso riecht dieses Strawberry Jam bei ihr. Ah, das ist so mega lecker. Peanut Butter kommt für mich jetzt im kalten Zustand eigentlich gar nicht raus. Da muss ich gucken. Weil die, ich sag mal so, gerade Erdbeeröle, Strawberryöle generell sind ja eigentlich immer relativ weit vorn. Die überpowern erst immer sehr, sehr viel, meiner Meinung nach. Und dann in der Lampe, wenn sie warm werden und so langsam die Strawberry-Note dann irgendwie verfliegt, dann kommen auch so die anderen Komponenten dann mehr eher rüber. Ja, und dann hast du noch so eine leicht gebäckige Note, was ich denke mal von diesem Fresh Baked Bread kommt. Genau, Peanut Butter, hoffe ich, dass die noch ein bisschen mehr rauskommt, würde ich mich freuen. Aber ansonsten ist es halt einfach ein mega, mega lecker Strawberry, richtig schöner, frischer Strawberry-Duft. Genau, dann habe ich zweimal von den, wie heißen die bei ihr, Puppy Bags? Sind so eine bunte Mischung von kleinen Shapes. Ich schaue mal gerade. Puppy Packs, genau. Puppy Packs, die liegen bei $4.40, also 3,90. Ja, roundabout. Da ist der erste Zucchini Bread Palo Santo. Ah, ich liebe Zucchini Bread. Ich liebe Palo Santo. Und in Kombination habe ich jetzt schon so oft festgestellt, klingt im ersten Moment immer ein bisschen weird. Am Anfang dachte ich, wow, so Bakery und Palo Santo. Aber harmoniert einfach immer so, so toll miteinander. Ja, auch hier wieder keine Ausnahme. Ein ganz, ganz toller, süßer Gebäckduft. Und dann hast du diese leicht incense-lastige Rauchnote von Palo Santo. Aber es ist halt so eine, eher so eine Räucherung, so eine Räucherungsnote. Und nicht so eine Rauchnote im Sinne von Lagerfeuerrauch, holziger Rauch, sondern Palo Santo hat ja so eine ganz spezielle eigene rauchige Note, ja. Ah, mega. Richtig lecker. Zucchini Bread, Palo Santo. Sehr, 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 sehr schön. Und dann habe ich einmal Gogland, Cocoa Butter, Kashmir, Cedar. Und today is October 3rd. Today is October 3rd ist auch so ein Houseblend von ihr. Auch eine ganz bunte, wilde Mischung. Boah, hui. Der riecht irgendwie süß, aber trotzdem irgendwie so leicht, so eine leicht säuerliche Note. So fast so eine Cheesecake-Note mit drin. Und dann hast du irgendwie so eine cremig süße Note. So was. Amber? Nee, was hat nur Amber? Denn es ist wahrscheinlich Kaschmir, genau. Aber schön. Schöne Mischung. So, dann. Oh mein Gott. Dann habe ich viermal Zweierpack von diesen Buns. Die, schaue ich mal gerade. Two-Pack Buns, genau, die liegen bei $5, also 4,70 roundabout. Das sind immer zwei so eine recht großen Törtchen. Und die sind immer ganz gut, die teile ich immer durch vier. Einen großen Warmer, den wir im Flur stehen haben, da geht auch so ein halbes mal rein. Aber ansonsten so ein Viertel davon geht immer ganz gut. Erste, den ich hier habe, ist Pistazienpudding. Cake, Pistazienpudding Cake
Was mich echt hier immer unheimlich nervt, ganz ehrlich. Du hast immer die verschiedenen Sendnotes alle hintereinander weggeschrieben, ne? Wo ich immer denke, Komma. Einfach ein Komma. Nur ein Komma. Ja, zwischen die einzelnen Düfte, dann würde das irgendwie Sinn ergeben, aber alles so hintereinander weg, so. Pistachio Pudding Cake, Espresso, Sweet Cream. Also ich gehe davon aus, dass es einmal Pistachio Pudding Cake, einmal Espresso und einmal Sweet Cream ist. Als Send Notes dieser Mischung. Oh, der hat die Pistaziennote, die mir bei dem so ein bisschen gefehlt hat. Also da könnte man jetzt hier mischen. Weil der hat eine richtig, richtig süß, cremig, intensive Pistaziennote. Oh, der ist schön. Oh ja. Oh, alter Schulter. Espresso rieche ich hier gar nicht. Nee, für mich erstmal jetzt upfront ballert die Pistaziennote echt alles andere weg. Sweet Cream, naja, so ein bisschen, hast halt so eine cremige Pistazie, ne? Aber es kann halt auch diese Pistazienpudding oder dieses Pistazienpuddingöl an sich sein. Also hier habe ich eigentlich pur cremige Pistazie. Aber worum ich nicht böse bin, weil oh, ich liebe Pistaziendüft. Und der hier, der ist echt Knaller. Also der ist sehr schön, da freue ich mich riesig. Der nächste ist Pine Sugar Shortbread, Whipped Cream und Vanilla Birch. Das ist der zweite Vanilla Birch Duft, der dabei war, genau. Den hatte ich ja kurz erwähnt. Wir gucken mal. Oh, das ist ein Weihnachtsduft. Der ist sehr weihnachtlich. Der ist sehr weihnachtlich durch die, ja, Pine Sugar Shortbread. Also du hast diese Sugar Shortbread Note, aber ganz, ganz viel von diesen Pine Needle, also eine Piniennote, eine tannige Waldnote. Die spielt ja schon ganz, ganz vorne mit rein. Aber es ist eine sehr schöne Mischung. Gerade dieses Pine und dann in Mischung mit diesem Vanilla Birch. Ist schon richtig, richtig schön. Aber die wäre mir jetzt wirklich im Frühling, Sommer zu heftig. Also die wird noch definitiv mindestens bis zum Herbst warten. Eher Richtung Winter gehen. Katze. Habe ich eine Katze? Sieht da die? Da. Minky! Minky! Mäuschen! Oh, guck mal da. Oh, ich guck mal hier. Ja, so weiter im Text. Banana Brown Sugar Pretzel. Banana Brown Sugar Pretzel. Ich liebe Bananendüfte. Ich liebe zuckrige Gebäckdüfte und Brezel. Ein richtig cremig süßer Bananenduft. Schaumzuckerbanane galore. Also nichts authentisch frische Banane. Und richtig so eine schöne Candy-Banane. Und dann hast du so eine schöne, ja, so eine salzige Gebäcknote. Ja. So leicht unterschwellig salzig. Und Gebäck. In Kombination mit einer cremigen Banane. Sehr, sehr leckerer Duft. Oh, der gefällt mir gut. Banana Brown Sugar Pretzel. Mann, gut, dass gerade vier neue Scentsy Warmer ankamen. So, dann habe ich noch ein Smeyer-Pack. Der hat ein bisschen gelitten irgendwie. Peanut Butter Cookie Therapy. Cookie Therapy ist auch so eine kreuzwilde Mischung. Houseblend mit ganz, ganz vielen verschiedenen Cookie-Ölen, Cookie-Duftölen. Oh, der ist lecker. Der ist richtig gebäckig, süß. Einfach ganz, ganz intensives Gebäck, Zuckergebäck. Peanut Butter merke ich auch wieder nicht so sehr. Kommt bei mir nicht an. Ist einfach nur ein richtig zuckriger, süßer, schwerer, dekadenter Gebäckduft.
für mich ohne Peanut Butter Note. Das ist immer sehr interessant. Die brauche ich nur mal Thomas unter die Nase halten, weil Thomas hasst Peanut Butter, Peanut, Erdnüsse, alles was mit Erdnüssen zu tun hat, da ist der meilenweit weg. Also da brauche ich, ich darf nicht mehr in seiner Nähe irgendwas mit Erdnuss essen, weil er hasst das wie die Pest. Und wenn ich ihm das unter die Nase halte und er nicht angewidert zurückweicht, dann weiß ich, dass da keine Erdnussnote durchkommt. Ja. Und sobald da auch nur die leichteste Erdnussnote oder Peanut-Butter-Note durchkommen würde, wäre er weg. Also den Test werde ich nachher direkt mal aufs Exempel machen. So, bei deinem Text. Dann habe ich ein paar Tütchen von diesen... Ah, wie heißen sie bei ihr? Keine Ahnung. Jetzt so eine Vierer-Packs immer mit so einem runden Tarts. Die sind auch immer ganz gut. Die mag ich immer mir zu halbieren. Und dann kommen die immer ganz gut. Wie gesagt, in dem großen Warmer, da geht auch schon mal so ein Ganzer rein. Von der Größe her, die liegen preislich bei... Vier Black Fluted Tarts. 4,90 Dollar, also 4,40, 4,50 roundabout. Genau, da habe ich einmal die Mischung Eye of Odin. Und das ist eine Mischung aus Palo Santo, Ozone und Chrome Legend Type. Und Palo Santo, Ozone, frische Luft, Chrome Legend Type sagt mir jetzt gar nichts. Da habe ich jetzt so ein bisschen blind gekauft. Parfümig, schon irgendwie aquatisch ein bisschen, aber auch ein bisschen süßlich. Ja, und frisch, also frisch parfümig. Und ein bisschen aquatisch, wässrig. Also es ist für mich ein Badezimmerduft, aber der ist schön. Palo Santo kriege ich jetzt hier nicht so sehr. Ja, natürlich so ganz leicht diese rauchige Holznote, aber eher nicht. Also der ist wirklich eher frisch und leicht parfümig. Dann der Snooze Button. Der Snooze Button ist ja mein Best Buddy ever. Thomas hasst mich immer morgens, weil ich den Snooze Button malträtiere bis zum Get-No. Ich stelle immer, ich weiß nicht, habe ich schon immer gemacht. Ich stelle immer den Wecker wirklich schon echt eine halbe, dreiviertel Stunde früher und dann drücke ich immer nochmal und nochmal und nochmal den Snooze Button, bis ich dann wirklich raus muss aus dem Bett. Ich weiß nicht, ich freue mich immer, wenn mich der Wecker weckt. Und ich gucke und sehe, ich habe noch 20 Minuten. Und dann drücke und dann wach werde wieder und dann, ach, ich habe noch 10 Minuten. Total albern, ich weiß. Also, bitte sag mir, dass ich nicht die Einzige bin. Ja, Snooze Button. Das ist eine Mischung aus Sweet Lavender, Vanilla Bean Noel und Butterminz. Ich kann mich erinnern, im letzten Mal an die Butterminz bei ihr sehr, sehr intensiv. Ich glaube... Oh ja, 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 ja. Aber du riechst auch den Lavendel raus. Eine richtig schöne Lavendelnote. Süße Lavendel. Und generell ist der sehr süß, weil diese Butter-Minz-Pastillen-Bonbons ist ja so eine Foodie-Minze. So eine ganz, ganz süße Foodie-Minze. Eigentlich fast so wie diese weiße Pfefferminzfüllung, die so in irgendeiner Schokolade oder so drin ist. So ähnlich wie bei After Eight. Diese Pfefferminzcreme, die da so drin ist. So müsst ihr euch die vorstellen. Also so eine richtig schöne, leckere, süße Foodie-Pfefferminze. Und ein bisschen Lavendel. Vanilla Bean Noel merke ich jetzt hier nicht raus. Aber gut, Vanilla generell oder Vanilla Bean Noel, das ist immer so ein schöner... Ich sag mal, Blender, der jetzt nicht, der einfach, ich sag mal, die Düfte harmonisch miteinander verbindet, aber der jetzt im Endeffekt, im Endresultat jetzt nicht unbedingt mehr, finde ich, einzeln wahrnehmbar ist. Dann haben wir nochmal vier Stück Aquaman.
Aquaman und zwar Ocean Waves und Sea Breezes. Klingt jetzt erstmal aquatisch. Ist auch aquatisch. Aber schön aquatisch. Ja, es ist so eine Salty Sea Air Note. Und trotzdem aber irgendwie so ein salzig durch dieses Salty Sea, aber trotzdem irgendwie so eine leichte Süße drin. Was ist da? Ocean Waves and Sea Breezes. Okay. Weil das irgendwo eine leichte Süße drin. Ich weiß jetzt nicht genau, wo die herkommt. Ach, gefällt mir aber sehr, sehr gut. Schön. Sehr schön. Das ist ein schöner Sommerduft, definitiv. Der Aquaman. So, Leute, wir ändern uns die Nähe. Oh Gott, ich habe heute eindeutig zu viele Videos. Wir nähern uns dem Ende, aber eigentlich noch nicht so wirklich. 30 Minuten. Okay. Ich mache schnell, ich verspreche. Ah, so. Weiter geht's. Purple People Eater. Immer die lustigsten Namen. Purple People Eater. Lavender, Vanilla. Könnte auch Lavender Vanilla sein. Weil, wie gesagt, mit Komma hat es nicht so. Lavender, Vanilla, Toasted, Mellow, Black, Amber. Ist einfach alles so hintereinander weggeschrieben. Guck, da. Ist das scharf? Ich weiß es nicht. Und das nervt mich immer so ein bisschen. So. Komma, so gibt's for a reason. So, wie man es einfach machen. Egal. Lavender, Vanilla, Toasted, Marshmallow und Black Amber. Klingt erstmal sehr, sehr gut, weil ich alle Komponenten, oh Leute, ich kann nicht mehr sitzen, ey. Alle Komponenten sehr, sehr mag. Ja, schön. Das ist ein richtig, richtig schön warmer, cremiger, leicht rauchiger Duft. Eine schön cremige, leicht parfümige Lavendel. Da hast du ganz, ganz viel Süße von den Marshmallows und von der Vanille. Und dann so ein bisschen durch dieses Amber wahrscheinlich. Da könnte auch so eine Sandelholz, was aber da steht nichts drauf, weiß ich nicht. Eine Sandelholznote, was unten die Sache so ein bisschen ganz, ganz warm und rund macht. Ah, ein sehr schöner Duft. Schöner Schlafzimmerduft, finde ich. So, dann haben wir noch Snickers Latte Espresso. Caramelized Pralines. Könnte jetzt Snickers Latte sein und Espresso oder Snickers und Latte Espresso. Egal. Irgendwas mit Snickers, Espresso, Caramelized Praline Latte. Oh, das ist lecker. Oh. Also auf jeden Fall rieche ich den Espresso. Ein ganz, ganz leckerer, süßer Kaffee. Fast wie so ein Eiskaffee. Das ist, wenn du so eine Kugel Vanille-Eiscreme in so einen Kaffee reinhaust. Oh, ist lecker. Richtig, richtig lecker. Wie früher so eine Eisdiele. Ganz lecker. Schön cremig, rund, süß. Genau, da ist wahrscheinlich diese Caramelized Praline Note. Oh, das ist für mich ein richtig, richtig schöner Sommer-Foodie-Duft. Wo ja, wie gesagt, manche Foodie-Düfte ein bisschen zu schwer sind, meiner Meinung nach, für den Sommer. Aber der kommt da, glaube ich, richtig, richtig gut. Und dann haben wir noch einen von den Vierer Tarts. Und zwar Chasing Fireflies, Pink Sugar, Lavender und Mellow Fluff. So sieht das Ganze aus. Ich bin mal so irritiert. Ich bin ja echt so ein... Oh, so ein, ich mache mich ja auch immer total verrückt, wenn wir unsere Wachse umgießen. Dass es irgendwie farblich passt. Und mich irritiert es schon irgendwie. Ja gut, Fireflies sind leuchtend im Dunkeln. Da ist die einzige Assoziation für mich für gelb, aber... Oder dafür irgendwas Strahlendes. Aber ansonsten, Pink Sugar
Lavender und Marshmallow Fluff. Und da passt wieder immer so ein quietschiger einfach hinter der Decke. Einfach mein Monk Brain, sorry. Oh, lecker. Sehr, sehr schön. Ganz, ganz, ganz lavendellastig erstmal. Und eine gewisse Süße, so cremige Süße. Pink Sugar rieche ich jetzt irgendwie gar nicht so raus, was ich erstaunlich finde, weil Pink Sugar ist eigentlich ein Öl oder eine Mischung, die ich eigentlich immer relativ gut wahrnehme und auch aus verschiedenen Blends rausrieche. Kommt jetzt hier bei mir nicht wirklich an, aber sei es drum, will ja nichts heißen. Ja, ein bisschen eventuell, aber in erster Linie hast du hier wirklich eine leckere, süße Lavendel, so ein bisschen süß-cremig durch diesen Mellow Fluff. Aber schön, definitiv lecker. So, dann kommen wir zu den Bars. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Zeit. Fange ich mit den Einzeldüften an? Ich glaube, ja. Genau, dann haben wir nämlich hier diese Trick Tarts, heißen die bei ihr, glaube ich. Ich guck mal kurz eben schnell. Ja, Trick Tarts, die sind bei ihr 3,40. Also roundabout 2 Euro, 2,90, 2,90 Euro, 3 Euro. Ja, roundabout. Sind halt so eine, ja, Bars, Riegel. Und die Trick Tarts, die haben bei ihr immer Einzelduftöle, weil alles andere oder sehr, sehr viel anderes ist ja bei ihr immer so eine Houseblend oder ein Blend von 2, 3, 4, 5 verschiedenen Ölen. Und diese Trick Tarts, die sind eigentlich immer direkt Einzelöle bei ihr. Und da habe ich einmal den Ozone mitgenommen, weil ich die Note an sich sehr, sehr gern mag. Und das sind dann auch für mich immer schöne Mischkandidaten. Ja, ein ganz, ganz frischer, heller, sauberer Duft. Und das ist für mich ein richtig schöner Frühlings- und Sommermischduft. Ganz, ganz leicht mineralische Note auch, so ein bisschen wie so Meeresbrise, Meeresluft. Aber sehr, sehr schön. Also ganz, ganz schöner, sauberer, cleaner, frischer Duft. Dann Pecan Pie. Ich mag ja also mit Pekannüssen. Schauen wir mal. Süß-nussig. Und so eine leichte, karamellisierte Note. Aber der ist jetzt, das ist jetzt der allererste, muss ich sagen, der jetzt ein bisschen schwach auf der Brust ist, aber und der, also der und der mit dem Pistachio-Dingsbums hier, sind zwei, die jetzt, wo ich sage, so, mal gucken. Also riechst, nimmst du es schon wahr, aber der ist ein bisschen minimalistisch. Mal gucken. Ich glaube, ich habe jetzt Wachs an der Nase, oder? Fühlt sich irgendwie so an. Egal. dann haben wir Leather. Den hatte ich auch als Tester dabei. Einfach weil ich, wie gesagt, so Leder. Ich finde, die sind immer toll zum Mischen. Ich mag halt diese Note. Ist wirklich, als wenn du in so einen Lederwarenladen, in so einen Schuhladen. Bei uns gibt es noch einen Schuster, also einen richtigen Laden. Den gab es schon früher, ach, zur Ostzeit noch. Den gibt es, solange ich denken kann. Einen richtigen Schuster, wo du hingehst, die wirklich noch die Schuhe reparieren, ja. So ganz nach alter Tradition, die neu besohlen und machen und tun. Und bei diesem Schuster, das ist so eine Kindheitserinnerung, nur da gab es diesen ganz speziellen Geruch. Und das ist genau dieser Geruch nach diesem. So ein intensiver. Tommy? Tommy? Deine Katze will rein. wo war ich stehen geblieben?
Eine Katze ist hier. Meine Katze. Meine zweite Katze ist da. Schmus ist seine Katze. Die hängt so an ihm. Wo er ist, muss sie auch sein. Wenn er die Tür irgendwo zumacht, dann geht das gar nicht. Hast du sie? Okay. Rein. Will nicht rein, ja, aber miaut. Komm mal bitte einmal kurz her. Nee, du sollst herkommen, nicht die Katze. Ich möchte gerne, dass du einmal hier dran schnupperst und mir mal sagst, ob du da irgendeine Note von Peanut Butter wahrnimmst. Da. Dann muss ich mich hinsetzen. Aber nicht auf meine guten Wachsmesser drauf. Auf meine umgekippt, oh nein. Auf meine Wachsmesser drauf gekippt. Ja. Ja, dann zeig mal. Grüße, Tommy. Hallo. Genau, sag mir mal, ob du hier Erdnuss oder Peanut Butter rausriechst. Nee, ne? Nee, du weißt ja, dass ich Peanut Butter nicht so mag, aber. Nee, oder? Das hat ja noch was angenehm mit an sich, muss ich sagen. Weil ich habe schon gesagt, also ich glaube, wenn du Peanut Butter rausriechen würdest, dann. Ja, nö, das finde ich halt irgendwie was Weihnachtliches. Nee, Karamell würde ich sagen. Karamell, ja. Karamell, Peanut Butter und Cookie-Therapie, genau. Hm. Ja, karamellig eher, irgendwie süß, teigig, aber Peanut Butter, nee, ne? Nichts mit Erdnuss, ne? Kostenfläche. Ja, gut, ich gehe wieder. Ach, ich guck mal, Minky hier. Ja. Guck mal, warte mal. Guck mal. Oi, guck mal. Oi, da, schau mal. Da. Oh, die Minky. Sie will es. Ja, ich sehe Anna. So, jetzt haben wir hier noch jetzt. Ah. Alles wieder auf Ausgang. Also, Peanut Butter. Nein, keine Peanut Butter. Jedenfalls nicht bisher. So, jetzt habe ich Katzenhaare an der Nase. Die verlieren jetzt ihr Winterfell. So. Minky. Oh, Mäuschen. Mein Süße. So, weiter im Text. Sorry. Leder, genau, da gab es diesen Schuster und dieses Leder, dieser Geruch von dem Leder erinnert mich unheimlich. Also richtig, richtig intensiv authentischer Ledergeruch. Wie als wenn du an so einer richtig teuren, Lederhandtasche riechst oder Lederschuhen, was auch immer, Lederjacke, whatever. Wie gesagt, Solo werde mir, glaube ich, ein bisschen heavy. Aber ich glaube, den kann man ganz gut mischen. Bin ich echt gespannt. Das ist so ein Kandidat, genau wie mit dem von EBM. Dieser Racing Fuel irgendwas. Der so wirklich so richtig wie an der Tanke nach Benzin riecht. Ist genauso. Ich mag den Duft. Ich liebe den Duft von Benzin. Ich mag auch die Duftmelz. Mega cool irgendwie. Und super authentisch. Echt wie Benzin. Als wenn du am Zapfhahn schnüffelst. Aber ich weiß nicht, wo ich ihn düfteln soll. Ich möchte nicht, dass meine Bude nach Benzin riecht. Obwohl der Duft irgendwie toll ist. Genauso ist es hier mit wahrscheinlich. Aber geil. Und dann habe ich noch einmal buttered Popcorn. Gebuttertes Popcorn geht immer. Ja, super lecker, süß. Süß. Und dann hast du so diese leicht fast säuerliche Butternote, ja? Ganz, ganz lecker. Der ist toll. Obwohl ich den, glaube ich, auch zum Mischen nehmen würde. Weil Solo ist ja, glaube ich, fast ein bisschen heftig. Also der ist schon enorm intensiv. So, das waren die Trick Tarts. Und jetzt habe ich noch die Bougie Bars. Und dann haben wir es durch. Yay! So, ich muss jetzt bei mir noch ein bisschen Kaffee Nachschub holen, weil ich rieche schon nichts mehr. So, da ist sie wieder. Und genau, die Bougie Bars, die sind, ich glaube, auch bei 93 sind die. 93, also 3,30, 3,40, irgendwas an dem Drehen, Euro. Genau, das ist so ein relativ dicker Riegel. Genau, der erste ist Blackberry, Salty Sea Air und Fluffy Towels.
die Fluffy Towels wehen mir gleich erstmal entgegen. Also hast du definitiv so einen Clean Cotton, frische Wäsche, saubere, gewaschene Wäsche Duft. Salty Sea, du hast eine leichte mineralische Note, sagen wir es so, ja? Und die Blackberry, genau, Blackberry. Ja, du hast so eine ganz, ganz leichte, fruchtige Nuance, aber ein bisschen. Aber in erster Linie ist es wirklich ein schöner, ich sag mal, ein cleaner Wäscheduft, ja? Aber schön. Gefällt mir gut. Jetzt nicht mega, aber geht immer. Zack. So. Dann haben wir Bates Motel. Bates Motel ist ein Misch. Eine Mische aus Mother's Special Blend of Lavender, Chamomile Tea und Cakes. Okay, also Kaffee, nee, Tee und Kuchen, Tee und Gebäck. Ja, da hast du definitiv eine Kamillenteenote. Die kommt da richtig, richtig rüber. Kräutriger Kamillentee. Was haben wir noch? Lavender. Könnte dieses kräutrige, krautige sein, aber na, ein Ticken vielleicht. Aber ganz weit vorne ist da definitiv so eine Kamillenteenote. Und Cakes kriege ich jetzt im kalten Zustand erstmal so gar nicht. Aber kann ja noch kommen. Aber definitiv ein schöner, leicht herber, kräutriger Tee. Ja. Das ist dieser jener welcher, Bates Motel. Jetzt wissen wir also auch, wie es in Bates Motel schnuppern tut. Next ist Kaschmir Zeder, Strawberry, Musk und Purple Sandalwood. Das ist ein schöner, kuscheliger, cremiger, warmer Duft. Sandelholz, Kaschmirzeder kriegst du sofort. Sehr, sehr schön. Was haben wir noch? Strawberry kommt bei mir gar nichts an. Nee. Also so auf den Kaltschnupp überhaupt nicht. Erstmal. Nee, nicht mal mit viel Fantasie. Ich versuche dann immer irgendwie das zu gucken, ob... Nee, also ich merke halt wirklich nur die Kaschmirzeder und Sandelholz. Richtig schön cremig, holzig, warme Mischung. Da bin ich echt gespannt, wenn ich den in die Lampe packe, ob da noch irgendwas von der Strawberry sich zeigen wird. Schauen wir mal. Dann haben wir noch Blue Sugar, Pink Sugar, Mexican Fried Ice Cream und Twinkies. Sagt mir alles was bis auf Twinkies. Bestimmt irgendeine amerikanische Süßigkeit, Bäckerei. Wir gucken mal. So viel Zeit haben wir. Haben wir alle Zeit der Welt. Ich quatsche erst seit einer guten Stunde. Twinkies. Ah, okay. Twinkies. Sag ich ja, irgend so eine Gebäcknascherei. Twinkies, alles klar. Nee, ich will die nicht bei Amazon kaufen. Ja, gut, Twinkies. Wissen wir das auch, nicht? Twinkies. Mexican Fried Ice Cream, Blue Sugar, Pink Sugar. Also erwarte ich jetzt süß, gebäckig. Ja. Ob das jetzt wie Twinkies riecht, keine Ahnung. Du hast auf jeden Fall eine richtig schön leckere, cremig, süße Gebäcknote.
Und dann den Pink Sugar. Ja, definitiv. Mehr kommt bei mir jetzt nicht an. Pink Sugar, Blue Sugar, genau. Ice Cream und Twinkies Gebäck. Okay, genau. Blue Sugar, nehme ich jetzt separat nicht wahr, aber eine schöne Mischung. Schön süß, gebäckig, intensiv. I like. Dann haben wir noch Dragonfly in Amber. Dragonfly in Amber. Da haben wir Sweet Lunar Eclipse. Das ist, glaube ich, auch so ein Hausblend von ihr. Und Blackberry Amber. Oh, der ist schön. Der ist schön. Der ist ein bisschen parfümig. Definitiv. Und da ist eine richtig schön warme Ambernote. Mit einer ganz leicht fruchtigen, säuerlich fruchtigen Nuance. Blackberry, okay. Sweet Lunar Eclipse. Es muss dann irgendwas ein bisschen in diese parfümige Richtung gehen, glaube ich. Weil da ist definitiv irgendwas, was so ein bisschen in so eine, naja, nicht unbedingt Bodycare, aber eher so eine parfümige Richtung geht. Ja. Aber schön. Der ist sehr, sehr, sehr schön. Den mag ich. Dragonfly in Amber. So, dann haben wir drei haben wir noch, dann gehen wir. Monster Jam, Jelly Donut und Angel Food Cake. Der ist auch einmal gebrochen, aber egal. Breche ich ja ohnehin. Ja, da hast du wieder ganz, ganz vorne diesen Strawberry Jam, ne? Muss irgendwas. Monster Jam, Jelly Donut. Also da muss definitiv irgendwas Strawberry-mäßiges drin sein. Strawberry Jam. Den kriege ich hier sofort wieder. Auch so eine Bakery-Note. Und das ist eigentlich auch schon alles. Ja, ist ja eigentlich auch Monster Jam, Jelly Donut, Angel Food Cake. Ja, Strawberry und schön vanilliger, so fluffiger Kuchen. Ja, der ist auch sehr, sehr lecker. Ich mag die Farbe auch voll. Voll schön. So. Dann haben wir den. Und dann sind es noch zwei. Und zwar einmal Today's October 3rd. Oh, den liebe ich. Das ist ihr Houseblend. Palo Santo Toasted Mellow Sugar Cookie Royale. Der riecht so toll. Hm. Oh, ich liebe den. Der ist einfach, du hast ganz, ganz viel von dieser Palo Santo Note. Also dieses holzig, süß, warme, holzige. Und dann hast du so eine süße, zuckrige Note da drin. Der ist einfach mega. Oh, den liebe ich. Der ist so schön. Da freue ich mich sehr drauf. Und dann haben wir noch einen. Und dann sind wir durch mit diesem Berg. Strawberry Pretzel. Der ist intensiv und der ist total komisch. Ich hatte vorhin schon irgendwas mit Pretzel, aber da kam so eine leicht salzige, gebäckige Note. Aber hier, hier kommt fast so eine alkoholische Note irgendwie, wie sorry. Das war so weird eigentlich, oder? Da sitzt man vor der Kamera und schnüffelt. Das riecht eins zu eins wie. Das hat eigentlich nichts mit Erdbeer zu tun und auch nichts mit Pretzel, aber wie so eine Zartbitterpralinen, die mit so einem Kirschlikör und so einer Kirsche gefüllt sind. Ähnlich wie, wie heißen die Dinger? Mancherie. Aber da gibt es noch die. eine billige Version davon mit Zartbitterschokolade draußen rum. Ist Mancherie auch mit Zartbitter? Ich weiß es gar nicht.
Oder so ein Eckes Edelkirsch oder sowas. Was überhaupt nicht zu Strawberry Pretzel passt, aber das kommt bei mir an. Voll weird. Also ich nehme da nicht mal Strawberry über und Strawberry rieche ich eigentlich überall raus. Dann habe ich mir ja zum Schluss noch einen echten Kracher. Den muss ich nachher gleich mal in die Lampe packen. Der ist merkwürdig. Gut, also er riecht gut, aber er riecht überhaupt nicht nach Strawberry Pretzel. Die riecht 1:1 wie so eine Praline mit Kirschlikör. Weird. Eigentlich weird. Ja. Enden war weird. Das war alles. Von L3 Waxy Wonders. Der Sticker war noch mit drin. Big journeys begin with small steps. Kommt immer noch ein Sticker mit. Ja, genau, das war mein Free Haul. Ich freue mich mega. Es sind super, super, super schöne Düfte dabei. Und ich freue mich einfach jetzt mega, die in die Lampe zu packen nach und nach, um mich da durchzuschnüffeln und durchzuschnuppern. Und ich freue mich einfach auch immer, wenn es etwas größere Abpackungen sind. Ich weiß nicht, da muss man nicht so damit geizen. Klingt irgendwie blöd, ne? Aber ich sag mal, ich habe jetzt hier im Wohnzimmer zum Beispiel ein, zwei, vier. Schon allein im Wohnzimmer, weil Open Space und nach oben hin offen, habe ich jetzt vier elektrische Warmer plus manchmal sogar noch ein Teelicht-Warmer stehen. Und wenn ich in vier elektrische Warmer was reinpacke, na, ist so ein Sensi-Paket einfach mal schon leer. Ja, das sind dann, ja, und weiß nicht, wenn du da irgendwie so eine etwas größere Packung hast, tut es irgendwie nicht so weh. Ist total bescheuert, oder? Unterm Strich. Ist einfach nur Kopfsache wahrscheinlich. So, ich höre jetzt auf zu quatschen, sonst rede ich mich hier um Kopf und Kragen. Ich hoffe, ihr fand es ein bisschen interessant. Ja, und wie gesagt, vielleicht möchtet ihr auch mal da bestellen. Ich glaube, die shippen sogar auch. Ja, ich glaube es nicht. Ich weiß es, weil die erste Bestellung hatte ich direkt hierher schicken lassen. Schicken auch direkt nach Deutschland, ist dann ein bisschen kostenintensiver als so ein Sammelshipment. Also ich kann ja nochmal ganz kurz sagen, also ich hatte letztens geguckt, wenn ich diese Menge, die ich mir jetzt hier reingepackt hatte, also was ich euch jetzt hier gerade gezeigt habe, hätte, wenn ich es direkt von dort nach hier hätte schicken lassen, Shipping hätte schon bei, ich glaube, $89 gelegen, roundabout. Knapp unter 100, also schon eine echt, echt ordentliche Hausnummer. Immer noch in Ordnung, wenn man es umrechnet und vergleicht mit Preisen, die man hier zahlt, auf die Menge an Wachs in Grammzahl umgerechnet, immer noch okay. Aber ich habe jetzt für das große Paket, was ich gesammelt an mich habe schicken lassen, mit insgesamt 4 Bestellungen in einer Box, habe ich unter 80, irgendwas 79, 76, irgendwas in diesem Dreh Dollar bezahlt, ja. Soll heißen, es ist dann schon günstiger. Und teilweise, in dem Fall zum Beispiel, war das Shipping innerhalb des Landes, innerhalb der USA, von dort nach LA kostenlos, ja. Also es macht dann schon Sinn, da ein bisschen zu gucken, was halt mehr Sinn macht unterm Strich. Bärchen, komm mal hier. Ja, ich weiß, du magst das, in die Kamera gehalten zu werden. Oh, guck mal, mein Schatz, guck mal. Ja, ihr seid auch nicht so muffelig und schnuffelig. Nicht so verschlafen. Was? Nun gut. Oh, Achtung. Oh. ja. Aber es sind schon wieder Katzenhaare, Leute. Ich glaube, ich brauche nächstes Mal nämlich einen Vogel als Haustier. Obwohl, da fliegen überall Federn rum, oder? Schildkröte oder Schlange. Oder Fische. Gut, so, ich höre jetzt auf zu sammeln. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr habt das Video ein bisschen genossen, habt Spaß gehabt mit meinem Gebrabbel und Gesammel und meinem Geschnupper. Und ansonsten, ja, habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Macht's gut.